Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Sacred Gold. Wir müssten langsam aber sicher hier, da hinten sehen wir schon, die Eskorte-Quest hier abgeschlossen haben. Wir sind auf dem richtigen Weg. Goblins verfolgen mich zwar hier noch, aber wir sind auf den letzten Metern. Hier über die Brücke. Immer einer an. Haben wir auch noch eine Fähigkeit. Och. Also es ist im Moment ist es tatsächlich so, dass wenn, dass ich hier, ich nehme ja mit zwei Bildschirmen auf und jedes Mal, wenn ich ein bisschen zu weit nach links klicke, dann ja, stützt das Spiel hier ein. Das ist richtig nervig. So, aber die Quest haben wir abgeschlossen. Meine Güte. Ein trauriger Tag. Hatte doch das Ende meines treuen Leibwächters Eric gesehen. Aber was soll's. Dafür wurde er ja gut bezahlt. Und zudem war ihm diese Möglichkeit gut bekannt. Ach Gott, was ist das hier wieder für ein Deutsch? Sowie durch seine vertraglichen zugesicherten Lohn abgegolten. Hauptsache, ich habe überlebt und kann im Geschäft bleiben. Hier euer Lohn. Was gab das jetzt? Nichts. Nichts. Das sieht wohl daran, weil ich den Text so schlecht vorgelesen habe. Ich wette. Ich wette drum. Ach Gott. Erst diese mühselige Sache hier gemacht und mit Mühe und Not hier mit dem Kerl hier lebendig hingekommen. Und jetzt ist er auch noch verreckt, ey. Und beziehungsweise er ist verreckt und ich habe dafür, weiß nicht wie viel weniger EP und Lohn bekommen. Und vor allen Dingen ist Gier wieder ausgelaufen, weil ich so lange gebraucht habe, diesen Text davor zu lesen. Was haltet ihr davon? Soll ich die Questtexte vorlesen oder soll ich nur die wichtigen Texte lesen? Das ist halt die Frage. Ah, hier ist schon wieder einer. Es ist übrigens gerade Nacht, ne? So, nochmal hier. Das war zu einfach. Stirb doch. Er rennt genau. Jetzt hat es funktioniert. Meine Güte. So, Trank der Konzentration. Schwacher Heiltrank. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Weiter im Text. Wir müssen jetzt mich wieder hier in diese Richtung und wieder zurück nach Silberbach. Ein bisschen mehr hier pullen. Sehr schön. Und jetzt. Feuermarsch. Na, das ist doch gut. Dass wir hier wieder eine Verwandlung, eine Dingens bekommen. Eine Unique. Übrigens, Nacht muss man tatsächlich hier ausharren. Man kann irgendwie nicht schlafen oder so. Den Ring brauche ich nicht. Übrigens schon wieder Level up hier. Nice. Alles in Zwergenkunde und in Waffentechnik. Und dann hier in Geschicklichkeit. Die halten mich fest. Die Schweinebacken. So. Ach, Blutbiss, das war auch eine Unique, habe ich gar nicht gesehen, wegen der Färbung. Das war ja mies. Kommen hier noch mehr Goblins oder so?
Ah, hier ist gut. Gut, dass mein Flammenwerfer keinen Cooldown mehr hat. Wie er alles dodged. Jetzt aber nicht. Na, ist tot. Dachte gerade schon, ne? So, hier ist so eine kleine... ja... Zwischenstadt. Ein Bauernhof, wo man sich ausruhen kann. Jetzt bin ich schon wieder auf den anderen Desktop gekommen. Ja, ja. Heute will er nicht. Heute will er nicht. Dabei habe ich das Spiel nicht mehr auf dem Fenstermode. Ist einfach nur nervig. So. Zack. Eins. Zwei. Nein, nicht den Trank, sondern diese Fähigkeit. Und den harten Schlag. Und dafür kriege ich Flammenwerfer. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach auf Kanonenschlag gehe. Aber ich nehme Flammenwerfer. Sehr schön. Jetzt ist Flammenwerfer nämlich ein ordentliches Stück stärker geworden. Hier gibt es aber anscheinend wirklich keine Quests oder ähnliches. Ich sehe keine weißen Punkte. Aber hier ist eine Gaststätte und... ach doch, hier ist eine Quest. Und auch ein Händler. Erstmal zum Händler. Kann ich erstmal den ganzen Schmarrn hier verkaufen. Ich habe sogar noch, mal 4 Fähigkeiten hier. Wow. Oder wir sowieso keinen Waffenschaden machen, sondern eigentlich die ganze Zeit hier nur mit unseren Abilities arbeiten. Passt das schon? Fritz Schäfer tötet 20 goblinsche Blutschurken und brecht die Belagerung des Handelspostens. Ich bin Fritz Schäfer, Besitzer dieses Handelspostens. Also es ist ein Handelsposten und kein Bauernhof. Seit Wochen werden wir von diesen grünen Bestien belagert und langsam wird die Lage kritisch. Wir warten seit geraumer Zeit auf Hilfe aus Schönblick, aber nichts passiert. Ihr seht aus, als könntet ihr der Situation Herr werden. Bitte vernichtet 20 dieser goblinschen Blutschurken und ich werde mich erkenntlich zeigen. Seid unbesorgt. Auch das kriege ich hin. So, ich tausche jetzt nochmal eben kurz die Fähigkeiten. Denn ich habe ja nochmal 4 hier. Zack. Wenn er denn möchte hier. 1. 2. 3. 4. Zack. Wir haben hier sogar noch eine Fähigkeit. Sieh mal eine an. Also wir könnten theoretisch nochmal... kann ich eigentlich auch machen. Komm, ich tausche nochmal welche von meinen Fähigkeiten hier. Zack. Attacke auch. Und Kriegsschrei. Hoi auch nicht. Nochmal gegen Flammenwerfer. So. Zack. Zack. Oh, jetzt brauchst du aber schon ein bisschen länger hier zum Laden, ne? Holy Camoli, dafür wird das Ding jetzt richtig viel Schaden machen. Das kann ich euch garantieren. Na, toll! In die komplett falsche Richtung gepustet hier. Auch mehr! Mehr Goblins. Da seht ihr es, wie viel Schaden wir machen. Das ist ziemlich krass. Wir one-hitten die quasi. Noch hier den Spannhalter nehme ich auch noch mit. Ich bin gerade überlegen, ob
wir hier überhaupt noch genügend Goblins finden, aber ich denke, eigentlich sollte das unser geringstes Problem sein. So, mal gucken, ob wir den dicken Elite da auch quasi one-hitten. Ja, fast. Stufe 7. Wir sind aber auch falsch. Wir müssen irgendwo hier noch mehr Goblins finden. Aber das war nix. Wie gesagt, wir haben hier ordentlich gemetzelt, noch bevor wir diese Quest bekommen haben. Das wäre natürlich richtig scheiße, wenn wir jetzt nicht mehr genügend von diesen Blutschurken hier bekommen würden, aber hier sind noch welche. Hier sind welche. Zehn haben wir jetzt schon immerhin. Ach, komm schon. Ach, ist das nervig. Es ist so nervig. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher auf die Ausnahme auswirkt, dass ich hier immer wieder auf den Desktop geworfen werde. Ah, wenigstens hat sie ihn erwischt. 12 von 20. So angenehm, jetzt nicht mehr die ganze Zeit auf irgendwen aufpassen zu müssen, wenn man wen eskortieren muss. Das sind leider nicht die, die ich brauche. Übrigens gerade tatsächlich nochmal Flammenwerfer bekommen, glaube ich. Oder auch nicht. Ich dachte, ich hätte nochmal Flammenwerfer bekommen. Oder habe ich mich da tatsächlich vertan? Ach, Flammenwächter, nicht Flammenwerfer. Das ist natürlich was anderes. Es fehlt, glaube ich, noch ein Amulett. Dann können wir das direkt anlegen. Wo sind noch Goblin-Schurken? Die fehlen noch. Wo sind diese nervigen Kreaturen? Tja, ich frage mich wirklich, ob wir die noch abschließen können, die Quest. Wäre richtig bitter, wenn nicht. Vielleicht sind hier noch in dieser, im Waldesnähe welche. Ach ja, doch, tatsächlich. Hier sind ja noch welche. Aber mehr nicht. Wo sind die Haufen? Sonst waren die Goblins doch immer hier zuhauf. Die 17 von 20. Ich glaube, hier finden wir genügend. Hallo, könntest du mal schießen? Nice. Dann seid ihr tot. Jetzt haben wir die Quest auch, glaube ich, abgeschlossen, ne? Ja, haben wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir jetzt da noch eine Belohnung einstreichen. Und dann war's das auch für diesen Part. Ein bisschen bitter hier mit den ganzen Zeit mit dem auf den Desktop geworfen werfen. Das ist halt wirklich unschön. Für dich packe ich sogar nochmal den Flammenwerfer aus, mein Freund. So.
Wo kommt diese Bande eigentlich die ganze Zeit her hier? Das ist doch wohl nicht wahr. Ihr habt es tatsächlich geschafft, die Belagerung zu brechen und den Goblins Einhalt zu gebieten. Ausgezeichnete Arbeit. Hier, nehmt eure Belohnung entgegen. Das war auch wieder nix. Ja, das war jetzt keine besonders coole Belohnung. So, Tausch. Wir haben hier Rundumschlag. Diese Fähigkeit hier. Wir haben den Flammenwächter. Und Attacke, die brauche ich nämlich auch nicht. So, und jetzt gehe ich nicht auf Flammenwerfer, sondern die zweite coole Fähigkeit vom Zwerg ist, na, der Kanonenschuss. Der Kanonenschuss ist ziemlich episch. Haben wir jetzt zwar erst einmal, aber immerhin. So. Liebe Leute, ich mache hier an dieser Stelle Pause. Wir hören uns das nächste Mal wieder und dann geht's hier weiter mit Sacred 1. Macht's gut, ciao.